Bonsoir, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. In Ordnung, vielen Dank, sehr freundlich. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr von uns allen. Wir sind aus unserer kurzen Winterpause zurückgekehrt, meine Damen und Herren. Und das sind die beiden Haltungen, glaube ich, die Deutschland jetzt braucht. Oder sind Sie auch Napoleon-Fan, so wie ich? Ja? Haben Sie auch gesehen, diesen Vierteiler? Das war mal großartig, das war mal was fürs Herz. Ja? Diese eine Hand, das war das hier. Es gibt viele Historiker, die sagen, Napoleon hat immer die Hand so drin gehabt, weil er auf sein Magengeschwür gedrückt hat. Wirklich wahr? Und die andere Geste, das war immer das, ja, das Gucken, während unten 10.000 Mann gerade in die Luft gejagt wurden. Und sind die Weiber trotzdem auf ihn abgefahren oder nicht? Das, ich will nicht sagen, dass wir sowas jetzt brauchen jetzt. Verstehen Sie? Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Nicht, dass wieder heißt, ich hätte irgendjemand mit Napoleon verglichen, obwohl wir dazu gleich noch kommen. Aber im Schnitt 7 Millionen Zuschauer haben sich das im ZDF angeschaut und das heißt doch, diese Sehnsucht nach einer großartigen Figur ist auch in unserem sympathischen Volk, das angeblich so pessimistisch sein soll, vorhanden. Haben Sie das auch gehört, dass Deutschland so pessimistisch sein soll? Sind Sie auch pessimistisch? Nein, Sie haben überhaupt schon aufgegeben, oder? Oder? Aber Sie sitzen hier, Sie sind doch hier, Sie haben es schön kalt, ja. 17 Grad habe ich heute hochheizen lassen für das Publikum. Ja, ein bisschen Russland-Feeling. Ich meine nicht Stalingrad, falls Sie gerade vom ZDF hergeschaltet haben. Ja? Nein, ich meine Russland zu Napoleons Zeiten. Ja? Es waren ja verschiedene in Russland mit, allerdings muss man sagen, dem relativ selben Ergebnis. Und jetzt hat man wieder eine Umfrage gemacht und die meisten Deutschen sind sehr, sehr pessimistisch. Deutschland ist insgesamt fast das pessimistischste Volk der Erde. Das muss man sich vorstellen. Ja? 13% aller Befragten haben gesagt, das Glas ist halb voll. 27% finden, das Glas ist halb leer und 60% haben gesagt, welches Glas? So, ein Volk am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber es gibt auch Positives und wie so häufig, wenn es um positive Antworten geht, handelt es sich um unseren verehrten Herrn Bundespräsidenten. Meine Damen und Herren, 57% der Deutschen möchten, dass Bundespräsident Johannes Rau eine zweite Amtszeit antritt. Jawohl. Ich auch. Ich auch. Und ich möchte gleich zu Beginn des neuen Jahres mich beliebt machen. Ich bin prinzipiell dagegen, dass eine Frau Bundespräsidentin wird. Ich habe keine Zeit für 3-stündigen Weihnachtsansprachen. Sogar 57% der Jugendlichen zwischen 14 und 19 sind für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Rau. Ja, er kommt wahnsinnig toll an bei 14- bis 19-Jährigen. Und das unterscheidet ihn zum Beispiel von Lothar Matthäus. Helmut Schallet and the Grand Army. Einen wunderbaren Gast heute zur Eröffnung des neuen Jahres. Für uns ein großartiger Komödiant, ein großartiger Poet, auch ein Beobachter des Alltags. Ein lieber Freund, schon wiederholt bei uns gewesen, heute bei uns zurzeit auf Tournee, das ist die aktuelle CD, Johann König. Hast du auch Napoleon gesehen? Nein, leider nicht. Es war fantastisch. Merci, Sven. Bei Napoleon wäre das Heino Ferch gewesen. Ach so, ja. Wer das reinbringt. Heino Ferch war der Adjutant von Napoleon, wenn ich es richtig begriffen habe. Und er hat das Wasser gebracht? Hat nicht nur das Wasser, er hat auch gesagt, Milord, draußen steht wieder eine, die es braucht. Oder siehe, darf ich die Hose bringen? Oder siehe, die Österreicher. Unglaublich, was die Österreicher mal für eine Rolle in der Welt gespielt haben. Das war mir gar nicht klar. Ja? Bitte? Ach, dir war das wieder klar. Ach, dir war das mal wieder klar. Ja, aber das bitte, war die Rolle Österreichs in der Welt, es spricht Herr Andrack. Die Habsburger.
Die hatten es doch von Österreich aus bis in die spanischen Lande alles unter Kontrolle. Die Habsburger Lippe, die kennt man doch. Die kennt man, die Habsburger Lippe. Ja. Ja. Und ob jetzt die Habsburger in Prag residiert haben, Rudolf, oder eben in Madrid oder in Österreich, ganz Europa war ihnen. Reicht das? Ich habe dir Unrecht getan. Klasse. Und ich habe auch bei Napoleon festgestellt, die absolute Top-Reaktion für Spitzenschauspieler. Malkovich, Depardieu, war immer dieser Blick über die Schulter. Ja? Praktisch, also ich bin jetzt irgendwie ein Mitarbeiter von Napoleon und höre den Satz, Mon General, Ihr Bruder ist bewusstlos vom Stuhl gefallen. Das war immer die Reaktion. Super. Ja, du wusstest schon einer, wenn du einen mit dem Rücken siehst, wusstest du gleich passiert etwas Wahnsinniges, weil er reagiert. Das war toll. Ja, das ist große Regie. Das ist große Regie und das ist ganz Europa war begeistert. In Frankreich hat sich Präsident Chirac das vor dem Pantheon angeschaut, auf einer Großbildleinwand. Geil. Mit Champagner und geladenen Gästen. Und das ist bei uns negativ, aber nicht bei uns. Oder? Diese Show hier ist Optimismus pur. Ja, natürlich. Ich kann auch diese ganzen negativen Umfrageergebnisse nicht nachvollziehen, bei unserem Publikum nicht. Oder Sie zu Hause, sind Sie negativ, sind Sie depressiv, haben Sie heute schon wieder die Schnauze voll? Nein, Sie sind gut drauf. Ja, Sie sind gerade vor Beginn der Sendung, während Sie die Tagesthemen geschaut haben, über glühende Kohlen gelaufen. Oder haben gesagt, ja, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf, ich bin gut drauf. Ich schaffe es. Ja, 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 ja. Morgen höre ich auf zu arbeiten. Ja, 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 ja. Oder? Ja. Ja, dann mache ich richtig Kohle. Ja. Und das wird in diesem Jahr so weitergehen. Hier, meine Damen und Herren, wenn Sie jeden Abend eine Dosis bis an die Grenze der Überdosis Optimismus wollen, schalten Sie bei uns ein. Klar. Gratis. Gute Laune, Power, Zukunft. Und im letzten Jahr hat der Antrag Abend für Abend ein Bier getrunken, ja, um eine anständige deutsche Bierfirma auf dem Weg nach oben zu unterstützen. Es hat geklappt. Deutsche Bierindustrie. Universumführer. So ist es. Weltmarktführer wäre zu wenig, gigantisch. Das geht weiter. In diesem Jahr machen wir es so, immer wenn sich eine anständige deutsche Firma irgendwelcher Hysterie oder Panikmache ausgesetzt sieht, wird bei uns eingestellt und sagen, ja, ich erwerbe, verzehre, benutze, liebe Produkte dieser Firma. Klar. Aus diesem Grund, heute meine Herzensangelegenheit, meine Aktion, wenn ich sage, Milord, die Tortenindustrie sieht sich... Meine Reaktion. Die originale Napoleon-Reaktion. Die Napoleon-Reaktion wäre gewesen: Le Bœuf soll hier das Mehl holen, Le Bœuf soll hier die Milch einrühren und wir marschieren genau direkt durch in die Eierabteilung. Mon General, die Truppen stehen bereit. Meine Damen und Herren, als Zeichen des Optimismus, als Zeichen der Solidarität mit unserer anständigen deutschen Industrie esse ich heute etwas, was ich häufig tue, meine Lieblingstorte. Schwarzwälder Kirsch, unserer großartigen deutschen Tortenfirma Koppenrad und Wiese. Hier ist die Torte, Schwarzwälder Kirsch, Mon General. Keine Schleichwerbung. Nein. Keine Schleichwerbung. Bezahlt von uns. Eine anständige deutsche Firma. Und mal gucken, dass ich es rauskriege. Lecker. Darf ich das sagen? Das sind so tolle Torten und Kuchen. Ja, tolle Torten. Weißt du, was mein Lieblingskuchen ist? Von Koppenrad und Wiese? Ja, natürlich auch insgesamt. Ja, was denn? Altböhmischer Käsekuchen von Koppenrad und Wiese. Ist der Hit auf Pfarr- und Kindergartenfesten. Geht viel schneller weg als der ganze selbstgebackene Scheiß. Ja, das ist wahr. Denn selbstgebackener Kuchen sieht scheiße aus und schmeckt auch so. Seien wir doch mal ehrlich. Na klar. Ja. Oder man hat ihn doch immer nur gegessen, um Mutti nicht weh zu tun. Was wir aber eigentlich wollen, ist das tolle, professionell gebackene und gekochte. Und du bist ja bei Napoleon sozusagen, hast dich abgemeldet, aber bei Koppenrad und Wiese, da kennst du dich aus mit dieser Familiengeschichte. Natürlich, klar. Anständiges deutsches traditionelles Familienunternehmen.
Mit Sitz, ich glaube, in Oldenburg. Nee, sind die nicht in Nordrhein-Westfalen? Ja, in der Nähe von Osnabrück. Sie haben Filialen. Ah, ja. Ich schneide mir, schauen Sie, zeig bitte, was mir abschneidet. Ich schneide mir die Kreuzfahrergröße ab. Ja, was die Kreuzfahrergröße. Die Kreuzfahrergröße ist so, das kriegst du in der Konditorei. Ja. Ja, so, diese Größe. Ja. Auf einem Kreuzfahrtschiff kriegst du diese Größe. Denn das war meine andere Lieblingsserie über die Festtage, das Traumschiff. Fantastisch. Herrlich, echt? Traumschiff, ein absoluter Traum. Im Traumschiff ist die Welt noch in Ordnung. Na klar. 9 Millionen Zuschauer, 10 Millionen Zuschauer. Und zwar, ich habe es im ZDF, das ist das große Versöhnungsprogramm. Im ZDF werden sie permanent die Hände gereicht in allen Filmen. Und ich habe es im Traumschiff gesehen und in mehreren anderen Serien in Großaufnahme. Es wollte Ulrich Pleitgen, nicht der Intendant des WDR, auch nicht verwandt, nicht verschwägert, Schauspieler Ulrich Pleitgen wollte von Bord springen, weil er Schulden hatte. Ja, oder weil er seine Lohnsteuerabrechnung gesehen hat. Und unten stand Sigmar Solbach, der Arzt, dem selbst Frauen vertrauen. Oder wie heißt er? Der Frauenarzt von Bullentölz. Oder von wie? Stefan Frank. Der Stefan aus Frankenheim oder Frankensteins Frauenarzt. Oder wie auch immer. Ja. Er stand unten und das muss auch mal aufhören. Ja, das Traumschiff ist eine erstklassig gemachte Serie für die ganze Familie. Ja, natürlich. Dieses blöde Geschwätz, die meisten Schauspieler spielen im Traumschiff nur mit, weil sie A, die Reise umsonst kriegen und B, mal in Ruhe fremdficken wollen. Quatsch. Ja? Das sind alles diese absoluten dummen, negativen Äußerungen, mit denen auch unsere anständige deutsche Fernsehindustrie in den Dreck gezogen werden soll. So ist es. Das werden wir hier nicht erlauben. Nein. Ja, also, Pleitgen wollte von Bord springen und Sigmar Solbach gab ihm die Hand, Schnitt. Zwei Hände, die im Grunde Leonardo da Vinci hätte geheult, wenn er das gesehen hätte. So haben sich zwei Hände und du wusstest... Ich bin so nervös, seit ich Napoleon gesehen habe. Ja, ja, ja. Ja, weil du weißt ja nicht, ob dir nicht einer Arsene irgendwie in die Kamera tut oder sowas. Ja, eben. Ja. Es wurde auch untersucht. So, großartig das Traumschiff. Ich sagte, der Kanzler hätte es einfacher, wenn er zum Beispiel in einer weißen Kapitänsuniform regieren würde. Ja, einfach vom Gefühl her. So wie Gaddafi. Ei, Sir. Ja, irgendwie, das heißt, Struck sagt irgendwie, was weiß ich, die Amerikaner sagen, ei, Sir. Machen Sie das mal klar. Ein Fernglas um, öfter mal so aus dem Kanzleramt rausgucken. Einfach vom Gefühl her. Ja, es ist doch so einfach. So, jetzt mache ich mir hier diese. Schauen Sie, das sind Portionen. Wir im Westen kennen das aus der Zeit vor der Einheit. Ich biete jetzt nicht aus Unhöflichkeit kein Stück an, aber einfach, weil wir so viel zu tun haben heute. Klar, ja. Um Gottes Willen, ja. Das ist die fantastische Koppenrad. Man kann es jetzt von Koppenrad und Wiese auch den Handyton irgendwann haben. Mmh. Ein Traum. Ein super Traum. Wirklich ein Hammer. Meine Damen und Herren, also wirklich ein Leckerbissen. Und ich möchte Sie persönlich um besondere Aufmerksamkeit bitten für den folgenden Beitrag, den wir Ihnen jetzt zeigen. Gegendarstellung. In der Harald Schmidt-Show vom 27. September 2002 haben Sie sich mit Unternehmen beschäftigt, die sich vom neuen Markt verabschiedet haben. Harald Schmidt und Manuel Andrack haben sich dazu unter anderem wie folgt geäußert. Das waren Sie, die sympathischen Firmen des neuen Marktes. Es sind ja jetzt noch welche notiert. Wir tragen heute die vor, die sich verabschiedet haben. Ja, die 85, für die es heute heißt, und tschüss. Dicom Group. Alle diese Firmen haben kein Geld mehr für Anwälte, um mich zu verklagen. Zum letzten Mal gehört diese Namen. Soweit sich aus diesem Zitat der Eindruck ergibt, wir seien insolvent, stellen wir fest, dieser Eindruck ist falsch. Die Dicom Group PLC erwirtschaftet nach wie vor Gewinne. Sie ist auch weiterhin an der Börse notiert, und zwar sowohl am London Stock Exchange als auch am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie hat die Notierung im Segment Neuer Markt bereits im Antrag vom 30. Juni 2002 von sich aus beendet, um sich von dem negativen Ruf zu lösen, der diesem Marktsegment anhaftet. Rotkreuz, den 23. Oktober 2002. Dicom Group PLC. Arnold von Büren, Chief Executive Officer. Urs Niederberger, Chief Financial Officer. Johann König, heute bei uns zu Gast. Ist okay, ja.
Ja, ist kalt? Soll ich wärmer machen lassen? Ist schon sehr kalt, oder? Ja. Ja, aber es ist, Sie werden im Nachhinein merken, es ist besser. Es ist wie früher, wenn Sie mit den Eltern wandern waren und wollten irgendwie ein koffeinhaltiges Brausegetränk trinken. Oh ja, ja. Und ja. Die Eltern sagen, nein, iss mal hier, ein Apfel ist viel besser. Als Kind hat man es nicht eingesehen, aber hinterher sagt man, die Eltern hatten so recht. Warum weint man denn dabei? Weil die Eltern vielleicht gestorben sind. Wieso macht man da jetzt ho, 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 ho? Viele Eltern sterben. Ja, alle sterben mal übrigens. Das haben Sie nicht gewusst, oder? Da hätten Sie sich die neue Couch nicht mehr gekauft. Aber das klingt jetzt vielleicht unpopulär, aber man stirbt doch eigentlich lieber auf einer neuen Couch. Ich muss mich, ehrlich gesagt, ist auch wirklich die Frage, ja? Unsere Couch-Industrie, wie geht's der eigentlich? Oh, 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 die Möbelindustrie. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Unsere tollen Möbelindustrie. Ja, die super. Unsere fantastischen Möbelindustrie. Aber sie haben Überkapazitäten. Ja. Wir müssen eigentlich auch mehr Möbel kaufen, viel mehr Möbel. Wir müssen mehr Möbel kaufen, eindeutig. Ja. Das hilft, steht fest. Konsum ankurbeln. Ja, kommt ja jetzt durch Superminister Clement und den Wirtschaftsboom, der da ausgelöst wird. Ab, glaube ich, nächste oder übernächste Woche geht's los. Ja. Und dann kaufen wir Möbel. Ich kaufe dann jeden Tag neue Möbel. Sowieso. So, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Aktion, meine Damen und Herren. Ich habe es auch vereinzelt in der Presse gelesen. Und zwar, die Frage ist natürlich dieser große Erfolg von Napoleon. Ja? Das ist ganz klar, das sind geheime Sehnsüchte in unserem schönen Volk. Und wir sagen uns, wir haben keinen Kaiser. Gut, wir haben Kaiser Franz, ja, aber er ist happy, er hat sie ins Private zurückgezogen. Ja. Ja. Aber wir haben einen Bundeskanzler. Und die Frage ist, Bundeskanzler oder Kaiser? Gerhard Schröder oder Napoleon? Wo liegen die Vorteile? Gibt es überhaupt Nachteile? Und wenn ja, wie klein wären sie? Wir bringen heute, man hat das vor Weihnachten so oft gehört, den unseligen Vergleich. Ja? Darf man Gerhard Schröder mit Napoleon vergleichen? Ja. Ja, natürlich, klar. Ja, aber es gibt ja so unselige Vergleiche in der Geschichte. Ja, zum Beispiel unselig. Hitler mit Präsident Bush. Ja, klar. Haben wir nie gemacht, aber wir wissen, frühere Ministerin und so weiter, zurückgetreten, alles okay. Ja. Ja? Also unselige Vergleiche vermeiden wir, aber selige Vergleiche, ja, toll. Das sind erlaubt. Ja. Ja? Zum Beispiel der selige Vergleich von Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dem sympathischen kleinen Korsen, wie man auch mal sagen kann, wenn man nicht immer sagen will, der Kaiser, ja? Napoleon. Und wir haben verschiedene Kriterien, die wissenschaftlich hieb- und stichfest sind und nachvollziehbar. Das erste Kriterium im Vergleich Bundeskanzler mit Napoleon ist zum Beispiel... Dieses hier, der aufs Meer gucken Faktor. Ja, der aufs Meer gucken Faktor. Wer guckt optimistischer aufs Meer? Schwierig für mich, aber ich würde sagen, Napoleon liegt vorne, ein Punkt. Jetzt schon ein Punkt für... du weißt, der kriegt gleich noch so viele Punkte. Also ich finde schon... Ja, aber der Kaiser, es hat was Sehnsüchtigeres vom Kanzler. Ja, aber er guckt nicht nach vorne. Er guckt in die Seite, er guckt zum Strandkorb. Er okay, guckt, Punkt, oder nicht? Ja, Punkt für Napoleon. Ja gut, bitte, wenn der Mitleidsbonus, nein, ja, ein Punkt für den Kanzler. Okay, ein Punkt, ja, für beide. Ja, tritt doch in die SPD ein. Nein, das hat mit der SPD am Hut. Schreib dir doch I love Gerd hier drauf. Ein Punkt für jeden. Napoleon, tschö. Ja, ist klar. Ja, aber der Kanzler ist doch nicht größer als Napoleon. Körperlich, was meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Der Kanzler ist ja nicht klein. Bist du wahnsinnig zu behaupten, der Kanzler sei klein? Bist du ein Prozess an Hals? Ich hab ja nur... Es war ja nur Vergleich. Es ist nicht viel größer als... Wie groß ist der Kanzler? Klein als ich. Der Kanzler ist kleiner als du, aber du bist so baumlang. Man nennt dich doch in Musikerkreisen den Basketballer. Wie groß ist der Kanzler? 1,66. Ja, das ist sehr groß. Ja, natürlich. Die langen Kerls aus Berlin. Also, wer kriegt jetzt einen Punkt? Jeder einen Punkt. Ein Punkt für unseren Kanzler, okay, aus Optimismusgründen. Ja, ganz so, genau. Nächste Kategorie, Napoleon-Schröder-Vergleich. Das ist der Weiberfaktor. Da ist jetzt die Frage, der Napoleon halb Europa genagelt. Ja, klar. Der Kaiser, 4 Ehen, 0 Affären. Der Kanzler, nicht der Kaiser. Der Kanzler, ja. 0 Affären. Ja. Da ist jetzt die Frage, bewerten wir es unterhaltsam oder moralisch?
Also ich glaube, die vor allem die jüngeren Schnitten hat der Kaiser abbekommen, ne? Ja, der hatte diese eine Polin, die so geil auf ihn war. 15, oder? Ich weiß nicht genau. Gräfin Anna Maria Lara sah sensationell aus. Alexander und sie hat ihm befohlen, bitte greift Russland an, dann gehe ich mit euch in die Kiste. Er wollte gar nicht. Na klar. Ja. Er war im Grunde Pazifist. Ja, das ist wirklich, das war, sie hat gesagt, bitte Russland, quält mein Land und greift es an. Punkt für beide. Der Kanzler mehr eben, der Kaiser die geileren Weiber. Punkt für beide. Okay. Weil das eine ist moralisch vorbildlich, ja, und das andere ist eben von einem gewissen Esprit und wir in Frankreich lieben. Okay, Nächste Rubrik. Das ist der wichtigste Mitarbeiterfaktor. Bei Napoleon war es Depardieu. Ja. Ja. Und links, allerdings in toller Maske, Götz-George. Ja, und zwar war das, wo George diesen Alzheimer-kranken SS-Offizier gespielt hat? Ja, was war das dann für eine Rolle? Boah, da hat er doch einen Oscar dafür gekriegt, oder? Oscar, ja. Was war das denn? Nein, mein Fehler. Das waren zwei verschiedene Rollen. Ja. Zwei hervorragende Rollen, aber es waren unterschiedliche Rollen. Komm jetzt nicht mehr drauf. Nee, aber ja, genau. Wichtigster Mitarbeiter, ganz klar, Punkt für Napoleon. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja? Punkt für Napoleon, dann haben wir die nächste Kategorie, ist zweitwichtigster Mitarbeiter. Oh! Das fand ich übrigens in der Sonntags-FAZ. In der letzten Ausgabe hat Hans Zippert Olaf Scholz beleidigt. Ehrlich? Ja. Was er hat geschrieben, Herr Wusso, klären Sie mal bitte, warum Witwe Scholz sich zur Generalsekretär der FDP, der SPD hat wählen lassen und sich jetzt Olaf nennt. Eine dermaßen Unverschämtheit, was sich unsere Presse zum Teil rausnimmt. Ja, das hätte es bei Napoleon nicht gegeben. Ja, er hat behauptet, das wäre Witwe Scholz. Und ja, aber wird er nicht verklagt? Ja, ich hoffe. Ja. Ich hoffe, das kann man sich doch nicht bieten lassen, nein, oder? Natürlich nicht. Ich war so wutentbrannt, als ich das gelesen habe. Es ist unglaublich, was ich unsere Spitzenpolitiker bieten lassen müsste. Das soll Witwe Scholz sein, die mit Wusso lebt? Ja, so eine Schweinerei. Ja. Unglaublich, dieses Pack von der Presse. Das hat man von einer freien Presse. Ich war immer dagegen. Ja. Ja? Eine sanfte Diktatur, die Presse kontrolliert, dass nicht mehr jeder hergelaufene Drecksack in der Öffentlichkeit sagen kann, was er will. Ja. Ja. Das ja. brauchen wir. Dann wird Deutschland wieder dastehen, wo wir mal waren, wirtschaftlich. Ja, so ist das. So, nächster Fakt. Ach so, wer kriegt hier den Punkt? Wer kriegt hier den Punkt? Punkt für Olaf Scholz. Olaf Scholz, genau eben. Das für die Unverschämtheit. So, weiter. So. Gefährlichster Gegnerfaktor? Wellington und Frank Pirske. Genau. Tja. Ja, gefährlicher war Wellington. Wellington war gefährlich, aber Frank Pirske sollte einen halben Punkt kriegen, weil er im Grunde eine künstlerische Sensation geschaffen hat. Das Verdi-Ballett. Mhm. Das habe ich immer wieder gesehen, als diese tollen Verhandlungen waren in Potsdam. Ja. Die Verdi-Mitarbeiter, die immer, wenn zum Beispiel die ARD die Tagesthemen live hingeschaltet haben, standen die Verdi-Arbeiter im Halbkreis hinten und haben in die Kamera geguckt. Haben Sie das gesehen auch? Das ist doch kein Ballett. Doch, weil da ging einer weg, dann kam einer vorbei, hier stand die ARD-Reporterin, dann kam wieder einer. Und blieb so stehen, ja, in so Pullovern, in so schön warmen Winterpullovern und guckten rein. Und ich habe es gesehen, teilweise war um 5 stand derselbe Mann im selben Pullover da wie um 23.30 Uhr in den Tagesthemen. Ehrlich? Ja, und es war aber nicht, es war eine andere Live-Schaltung. Die kamen immer, die saßen wahrscheinlich Kaffee oder sie lagen auf einem Reporter, der geschlafen hat, um ganz aktuell zu sein. Ja. Die Reporter haben in Aschenbechern geschlafen, ich habe es gesehen in den Tagesthemen. Ehrlich? Ja, bei Pirske, also bei diesem Faststreik, wo Otto Schily noch... 4,4 rausgeholt. Runter, also Pirske fertig gemacht hat. Ja. Einen halben Punkt für Pirske. Ja, aus künstlerischen Gründen und ein Punkt wegen Gefährlichkeit für Wellington. Klar. Dann haben wir hier die Künstlerfreunde-Faktor. Es ist nicht einfach. Beethoven, der Freund oder Verehrer von Napoleon und Klaus Meine, der Sänger. Wie groß ist eigentlich Klaus Meine, Helmut? Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn noch nie begegnet. Ich weiß gar nicht genau. Glaube ich größer noch als Schröder. Vielleicht zwischen Schröder und Helmut? Ja.
Also 1,70. So in der Größe. Wer kriegt da den Punkt? Napoleon. Ja. Was? Napoleon Beethoven. Ja, ja, eindeutig. Ja. Als nächstes haben wir hier den Posing-Faktor. Tja. Schon ein Punkt für Napoleon, oder? Schon wieder. Ich sag doch irgendwie, der kriegt jetzt einen Punkt nach dem anderen. Also das ist doch, war doch irgendwie, wie du eben gesagt hast, ein Krankheitssymptom. Und das andere ist nur wirklich eine coole Pose. Die aber letzten Endes Churchill erfunden hat. Okay, Napoleon. Oder ja, und auch Napoleon, das ist doch eine Geste, die Weltgeschichte. Ja, ich meine, wenn du heute hier sagst, wer ist das? Sagt das jeder Napoleon. Klar. Ja, das hier sind viele. Oder nicht? Ganz viele. Ja. Punkt für Napoleon. Punkt für Napoleon. Habe ich immer gesagt. Ich auch. Was er auf dem Kopf hat, Faktor. Tja. Das ist sehr schwer. Was er auf dem Kopf hat, Faktor. Napoleon, die Kaiserkrone, Kanzler, ungefärbte Haare. Ja. Eigentlich der Kanzler. Natürlich und bescheiden. So ist es. Das ja? andere ist zu, genau. Ja. Ja, das andere selber aufgesetzt, noch mit dem Papst anreisen lassen in einer alten Klapperkutsche. Ja, ja. Der Papst trug so weiße Schüchchen. Ja, und stieg aus über einer Pfütze. Aber Napoleon hat ihm rübergeholfen. Habe ich gesehen, war im zweiten Teil. Sehr gut. Hm? Das war jetzt, was hat. Also ein Punkt für den Kanzler. Ja? Ja, genau. Dann haben wir hier den Verbannungsfaktor. Also links Hannover, rechts Elba. Hannover! Eindeutig für Hannover. Ja, ja. Ja. Nächste Kategorie. Das nächste ist der Treppehochfaktor. Das ist sehr wichtig. Ja. Und zwar der Treppehoch in Moskau-Faktor. Ja, zunächst der Kanzler-Treppehochfaktor. Ja, mit unserem russischen Freund Wladimir Putin. Ja. Ja. Und hier haben wir da zum Vergleich den Napoleon-Treppehochfaktor. Im Kreml. Ja. So ging Napoleon die Treppe hoch. Tja. Punkt für Napoleon. Eindeutig. Ganz klar. Eindeutig. Ein Punkt für Napoleon, cooler. Absolut. Ja. Sieht auch irgendwie so eroberischer aus. Ja, mit dem Pferd die Treppen hoch, ist einfach geil. Ja, aber geht natürlich heute nicht mehr. Der Kanzler kann ja nicht im Kreml mit dem Pferd die Treppen hoch. Nein. Das geht nicht. Nein. Nein. Oder? Nein, der kann doch nicht reiten, der Kanzler. Vorsicht, Anwälte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kanzler der bedeutendste Spring- und Dressurreiter ist, ja, ja. Den die deutsche Geschichte je hatte. Also mal rein subjektiv. Oder? Ja. Was ist der nächste Faktor? So, dann haben wir noch hier den Orte, wo er besser nicht gewesen wäre, Faktor. Ja. Der Kanzler bei Wetten, das und Napoleon bei Waterloo. Ja. Er ist schon Waterloo. Ja, ja. Ja? Wetten, das kann man ja ruhig hingehen. Ja, Wetten, das ist die erfolgreichste Show Europas. Ja, eben, genau. Ja. Also Punkt für Napoleon. Und zum Schluss ist dann noch der bleibende Leistungsfaktor. Also Dosenpfand und Code Civil. Hm. Eigentlich glaube ich, dass das Dosenpfand in der Weltgeschichte. Ja. In 1000 Jahren einen größeren Stellenwert haben wird als ja. der Code Civil aus Umweltgründen. Das ist der Punkt. Oder? Sensationell, gab es noch nirgendwo. Wenn der Punkt 1 der Menschheitsverfassung in der UNO heißen wird, der Mensch trennt Müll. Ja. Dann wird es heißen, das hat damals Gerd der Große in Deutschland eingeführt. Ein Punkt für Schröder. Ein Punkt für Schröder. Ja. Ist also das Endergebnis von 5,5 zu 7. Also Napoleon hat mit 1,5 Punkten Vorsprung gewonnen. Aber knapp. Aber knapp. Und da muss man sagen, Napoleons Amtszeit ist in gewisser Weise zu Ende. Ja. Ja. Die große Zeit des Kanzlers kommt erst noch. Das ist der Punkt. Und eines Tages wird man sagen, Napo wer? Ja, bis ja. 2010 keine Arbeitslosen mehr. Das hat Minister Clement gestern versprochen. Genau, bis 2010 ja. keine Arbeitslosen ja. mehr. Ein Traum. Happy. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, danke, dass wir hier leben dürfen. Ja. Wirklich. Ich gehöre nicht zu den Nörklern. Ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern, ich sage danke, dass wir hier leben dürfen. Wir ja. haben einen Kanzler, der nur noch knapp hinter Napoleon liegt. Wir haben Koppenrad und Wiese Sahnetorten. Ja? Und wir kommen jetzt zum Liebling des Monats, wo es heute auch eng wird. So viele tolle Mit Kandidaten Sicherheit. Gibt es. Ja? Sie stimmen ab.
Aber wenn Sie falsch abstimmen, wird das einfach von mir ignoriert. Sie haben vielleicht am Fernsehschirm dieses Desaster erlebt bei der Wahl zum Liebling des Jahres, als ich noch am letzten Tag vor Weihnachten das Publikum hier beschimpfen musste, weil ich es nicht begriffen hatte. Wer ist für diesen brandgefährlichen Flieger, der fast Frankfurt in Schutt und Asche gelegt hätte und Verteidigungsminister Peter Struck jetzt dazu gezwungen hat, das Grundgesetz ändern zu wollen, damit solche Flieger abgeschossen werden können? Wer ist hierfür? Keine Lobby. Relativ wenig. Wer ist für den neuen Trainer von Partizan Belgrad mit seiner 17-jährigen Lebensgefährtin? Mir ist egal, weil ich habe keinen Sex mehr. Aber wie ist das eigentlich? Darf man mit 17-jährigen GV haben? Ja, also ja, doch. Als Erwachsener, als Volljähriger? Ja, es sei denn, du bist in einem, wie heißt das offiziell im Gesetz? Abhängigen Verhältnis? Ja, genau. Also in Erziehung, Ausbildung oder Betreuung. Also wenn du jetzt mit der Praktikantin... Ja, aber anders kommst du gar nicht an Weiber ran. Naja, also... Also wenn es deine Schülerin ist oder deine Praktikantin oder deine Angestellte, dann ist es verboten. Aber ansonsten ab 14, wenn es freiwillig ist. Das schon. Ja, und sie hat ja Lothar belogen. Ja, eben. Sie hat ja gesagt, sie wäre 19. Genau. Was ist mit der Bibel? Wir haben das Bibeljahr. Kein Interesse. Jan Ullrich. Was spreche für Jan Ullrich? Na, der ist jetzt in einem vernünftigen Team. Wo denn? Na, bei Team Coast, also wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ab morgen. Aha. Spitzenteam. Alex Zülle, Eskatin, wow. Manuel Beltran und so weiter. Und wo ist wie Team Coast? Team Coast. Wo sitzen die? In Deutschland. Ah, fantastisch. Ja, drei Geschäfte auf der Hohe Straße habe ich gesehen. Haben die? Ja. Nix wie hin. Eben. Dem Chef der Raelianer, angeblich das erste Klonbaby. Mhm. Immer wenn ich dieses Bild sehe, denke ich, es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Aber ist es nicht? Nein. Nee. Nein. Nee. Hat aber eigentlich gute Ideen. Freie Liebe. Klar. Keine Gewalt. Genau. Wer ist für ihn? Danke. Wer ist für ihn hier? Wer ist jetzt das schon wieder, meine Damen und Herren? Das ist Theodor Wiesengrund Adorno, ja. Oder wie wir seine Fans ihn nennen, Teddy. Teddy. Der, Achtung, schon mal Entrüstungsseufzer vorbereiten, geboren wurde 1903 und zwar, Achtung, am 11. September. Ja, machen Sie rüber. Oh, Wahnsinn. Frage für viele Adorno-Fans, können Sie heute noch am 11. September ausgelassen Teddys Geburtstag feiern, wie früher? Das war ja sozusagen die Frankfurter Schule-Parade. Ja. Wenn der 11. September, da hat man sich ja die Gesamtausgaben sozusagen um die nackten Brüste geschmissen. Genau. Ja. Können wir uns das als Deutsche noch leisten? Ich sage es jetzt noch mal ganz klar, damit wir das wissen, ich muss mal diese Torte hier ein bisschen zur Seite rücken. Sie haben jetzt die Auswahl zwischen Jan Ullrich, Lothar Matthäus und Teddy Adorno für die Wahl zum ersten Liebling des Monats. Wer ist für Jan Ullrich? Danke. Wer ist für Lothar Matthäus mit seiner Entwicklung? Und wer ist für Theodor W. Adorno? War schon knapp. War Matthäus vorne, oder? Ja, war nicht Adorno vorne? Nochmal. Kampfabstimmung Adorno gegen Matthäus. Ja. Wer ist für Adorno? Wer ist für Matthäus? Unser erster Liebling des Jahres. Ich bin gespannt, wer da noch alles folgt. Das ist immer das Spannende. Am Jahresende weiß man oft gar nicht mehr, wer warum war. Genau. Aber im Fall Matthäus könnte sein, dass er uns noch lange begleitet in diesem Jahr. So, der Liebling, der erste, ich mach's unten auch gleich richtig fest. So viel Zeit muss sein. Der erste Liebling des Jahres, Lothar Matthäus mit seiner jetzt ja nicht mehr geliebten Freundin, Lebensabschnittsbegleiterin.
Julia, meine Damen und Herren, das ist die aktuelle CD meines heutigen Gastes. Liest, singt und macht. Live jetzt bei uns, herzlich willkommen, Johann König. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Als ich heute Morgen geweckt worden bin von Angelika, meiner Mitbewohnerin, da habe ich so gedacht, Johann. Mensch, Johann, warum bist du eigentlich noch nie von einem Kind geweckt worden? Ich meine, Johann, du bist jetzt fast 30, hast eine eigene Wohnung, warum denn nicht auch mal ein eigenes Kind? Und Angelika ist jetzt auch keine, bei der man sagen müsste, ach nö. Und ich habe mich dann so ein bisschen über Kinder nachgedacht, so ganz allgemein. Und ich habe so gedacht, Kinder, also ich glaube, Kinder, ja, wer kennt sie nicht? Ich glaube keiner. Kinder sind allgegenwärtig, wie nur was. Und was ich ja sehr, sehr gut finde an Kindern ist, Kinder sind sofort erkennbar als Kinder, weil sie sind meistens kleiner als die anderen. Und man kann schon von Weitem sehen, ach, guck mal, da kommt ein Kind. So, und wenn man dann am Kind ist, dann kann man hingehen und sagen, na Kind, kann dein Roller auch fliegen? Dann kann man sich den Roller nehmen, in einen nahegelegenen Vorgarten werfen und dann kann man sagen, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das können Sie mit dem Erwachsenen nicht machen. Was Kinder noch auszeichnet, ist oft eine merkwürdige Naivität. Ich habe neulich mal eine 5-Jährige gefragt, was sie denn jetzt hier von der Rentenreform hält. Und da habe ich gemerkt, das hat sie im Ansatz nicht begriffen. Ich habe mir dann ihren Roller genommen. In einen nahegelegenen Gartenteich geworfen und hab gesagt, lauf, mein Kind, ist deiner. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass es Kinder heutzutage schwerer haben als früher. Ich weiß noch, früher als ich klein war, ach herrje, da war die Welt noch in Ordnung. Ich habe früher oft, weiß ich noch, habe ich mit dem Flummi oft an die Wand geworfen, den ganzen Tag. Macht heute keiner mehr. Früher, als ich klein war, konnte man auch noch leckere Eis essen. Ich habe früher immer Brauner Bär gegessen. Kennt ihr bestimmt, gibt es heute auch wieder Brauner Bär, ganz leckeres Eis. Mit so einem Karamellkern innen drin. Oh. Ich habe früher immer als erstes habe ich immer den Kern gegessen. Nachher den geschmolzenen Rest aus der Hand geschlabbert. Aber wenn ich heute zum Kiosk gehe und die Kioskfrau frage, ob sie einen braunen Bär hat, ich habe das gemacht. Und die hat zu mir gesagt, hau bloß ab so. Wobei ich habe eine gefragt und die meinte, er müsste mich ein bisschen gedulden, der würde wieder kommen. Ich würde mein Kind heutzutage auf jeden Fall kein Fernsehen gucken lassen, das weiß ich. Ich glaube, da kann man nichts mehr lernen. Neulich habe ich eine Talkshow gesehen am Nachmittag und da war das Thema von der Talkshow war du Sau, du hast mich schwul gemacht. Und da war wirklich eine 40-Jährige, also was weiß ich, was das war. Die war fest davon überzeugt, dass sie seit 3 Wochen schwul ist. Da kann man natürlich nichts mehr lernen. Und die Auswirkungen dieses Fernsehens auf die Kinder, die sieht man, finde ich, immer, wenn man mit der U-Bahn fährt. Neulich bin ich mit der U-Bahn gefahren in Köln, so schön geradeaus gefahren. Irgendwann stiegen 3 Kinder ein und das waren richtige 3 so Rotzblagen.
Ja, das waren drei Jungs, die waren 10, 11 und 12. Die fingen direkt an, da in der U-Bahn auf den Sitzen rumzurotzen und darauf rumzuspringen. Dann haben sie so einem kleinen Mädchen, was da saß, die Brille abgenommen und aus dem Fenster geworfen. Und das Buch mit den Pferden gleich hinterher. Ja, das fand ich alles noch ganz witzig. Aber dann kam einer von denen mit dem Messer auf mich zu und meinte, ich soll aufhören, so zu grinsen. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, das war ja gar nicht wegen euch, ich gucke öfter so. Und dann hat er gesagt, na gut, dann steig jetzt aber sofort aus, bevor ich mich vergesse. Das habe ich dann gemacht, ich bin sofort ausgestiegen, hochgegangen auf den Bürgersteig. Auf dem Bürgersteig stand ein Schreibtisch. Keine Ahnung, was ich hier erzähle. Auf jeden Fall habe ich dann an diesem Schreibtisch ein Gedicht geschrieben über Kinder. Das habe ich heute Abend mitgebracht und das Gedicht geht so. Es waren mal zwei Kinder, die sahen so aus wie ich. Die fragten nicht nach Sonnenschein und fielen in eine Grube rein. Die Grube wurde zugeteert und heute der Schulbus drüber fährt. Die Kinder sahen so aus wie ich. Warum, das weiß ich bis heute nicht. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Johann König, das war's für heute Abend. Dankeschön, gute Nacht.